Hi, was machen Sachen? Ja, wer hat zwei Daumen und absolut kein Zeitgefühl? Ja, das ist schon Mittwoch. Ich habe den Dienstag verpannt, obwohl ich es am Montag schon gesagt hatte. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Naja. Und es ist Zeit für den Vlog der Woche. Die Woche war auch sehr spannend. Ich bin ja jetzt wieder aus der Reha draußen und hatte gedacht, jetzt gib ihm gleich Action. Und ich war in Köln. Ich war auf der Gamescom. Ich habe auch da ein bisschen was aufgenommen und möchte da Vlog. Also auf jeden Fall ein Vlog. Mal gucken, vielleicht reicht es auch für zwei. Ich war nur an zwei Tagen, also den Donnerstag und den Freitag. Und habe mir da die Sachen angeguckt mit der Toko zusammen. Da waren wir halt ja, den Donnerstag größtenteils zusammen. Und am Freitag sind wir ein bisschen getrennte Wege gegangen und hat jeder so sein Ding durchgezogen. Gesagt, ich habe fleißig aufgenommen und will da jetzt noch einen Vlog drauf schneiden. Ein oder zwei, je nachdem, wie ich das zusammenschneiden kann, dass es nicht so lange dauert. Und nehmt euch mal ein bisschen mit auf meine Erfahrung auf der Gamescom. War eigentlich eine coole Sache. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich Toko wieder sehen kann. Ist ja, Köln ist ja nicht so gerade um die Ecke. Und Freunde zu besuchen ist immer schön. Mal gucken, ob ich generell mal ein paar mehr Freunde dieses Jahr besuchen kann. Letztes Jahr hat das ja nicht so funktioniert. Mit ja, Arbeit, Kranksein und so weiter. Aber ich hoffe, dieses Jahr kriegen wir da ein bisschen hin, dass ich ab und zu mal jemanden besuchen kann. Ja, ansonsten. So weiter ist jetzt erstmal ganz, ganz viel Orga-Sachen, die auf mich oder die ich gerade mache oder die auf mich warten. Zum einen halt ganz viel private Sachen von wegen halt Nachsorge und von der Reha und so weiter. Das ist jetzt nicht so großartig spannend, weil ich da halt einfach Leute noch abtelefonieren muss. Waren ja 6 Wochen nicht da. Und da ist ein bisschen Zeug liegen geblieben, was halt so passiert. Zeit geht ja weiter, auch wenn man nicht da ist. Und ich will ja dann auch ein bisschen hier ein bisschen weitermachen im Internet. Ja, Lola. Okay, können Sie gerade nicht sehen, Lola hat mich angestummt. Ich will ja hier ein bisschen im Internet ein bisschen weitermachen. Einfach auch, dass ich was zu tun habe. Und habe mir gedacht, ich bringe mal meine ganzen Seiten auf Vordermann. Sei es jetzt meine Webseite für meine Aufträge. Die habe ich schon ein bisschen angefangen an der Reha. Muss jetzt aber noch fertig machen. Das versuche ich die Woche zu stemmen. Ich muss ja eine komplette neue Seite machen, weil meine alte, die habe ich über so einen Wix-Baukasten gemacht, aber die haben da Sachen geändert und jetzt hat man nicht mehr so viel Speicherplatz und das ist für mich leichter, eine komplette Webseite neu zu machen, wie jetzt die ältere auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, muss immer noch viel gehen. Und dann möchte ich ja, ich habe es ja schon ein paar Mal angeteased, ich habe auch ein paar Sachen halt schon besorgt, einen kleinen Online-Shop aufmachen, Sticker verkaufen, Buttons verkaufen, das sind so die Anfangsdinger. Da habe ich auch Sachen vorbereitet. Ich habe ja die Buttons-Maschine, habe ich ja vorgestellt. Und ja, den Plotter habe ich auch schon eine Weile. Habe ich einfach das Zeug, das ich mir bestellt habe oder geholt habe, einfach weil ich das wollte, weil ich es für mich einfach lustig fand. Und damit kann mir da noch mehr machen, wie einfach ich blödel allein mit mir rum. Ich kann ja euch ein bisschen mit Sticker und Buttons versorgen. Mal gucken, wie ich das so grob mache. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, ich habe gesehen, Kofi hat das, dass man da einen Shop machen kann. Etsy natürlich und vielleicht einen separaten Shop über Shopify oder so. Je nachdem, was da besser ist. Ich wollte ein bisschen von Etsy an sich wegkommen, weil die Seite an sich finde ich jetzt. Früher hatte ich die echt gemocht, aber momentan ist halt auf Etsy sehr, sehr viel ja, AI-Shit und so. Oh. Man findet generell irgendwas schlecht. Ich weiß, momentan hat Etsy so seinen Peak überschritten und ist irgendwie so mehr so eine Ramschkiste geworden, habe ich das. Ich weiß nicht, ob ich nur das Gefühl so habe oder ob ihr das Gefühl teilt. Ich weiß nicht, momentan Etsy ist so ein bisschen komisch geworden. Auch mit den Sachen reinstellen, es ist immer bei Etsy ist das blöd geregelt mit dem Einstellen von Sachen. Das einzige Gute an Etsy war, dass ich das übers Handy auch machen kann, wenn ich halt nicht am Computer bin oder halt schlechtes Internet hatte, wie heute Morgen. Ich wollte ja streamen und nach einer Stunde oder so ist das Stream abgeschmiert. Eine Hundenase. Kommt die Lola hoch? Ja. Und ich habe generell noch ein paar Sachen, die ich machen möchte. Ich habe hier meine. Es ist ja bald Halloween. Dauert noch 2 Monate, oder? Wann ist Halloween? Wir haben. Beachte, okay, es ist noch ein Weilchen hin bis Halloween. Aber es gibt so ein paar Animatronics. Wir haben hier. Hoppala. Ich habe hier nämlich hier so
zwei dieser Kollegen hier, also so ein Kürbiskopf und so eine Hexe. Und die möchte ich ein bisschen verschönern und ein bisschen umbasteln. Die können, glaube ich, auch irgendwas. Ich meine, ich habe sie mir geholt, weil sie sich bewegen, weil ich eher Interesse an dem Bewegen hatte. Warte mal. Zieh mal den Stecker. Tust du was? Nee, sehen sie nichts. Batterie vielleicht leer? Ah, müsst noch anschalten. Ah. Okay, er leuchtet ein bisschen noch komische Sachen. Dass wir den hier quasi nackig machen. Und halt, meine, der Kürbis ist jetzt nicht der schönste und hier was anderes draus machen. Das war soweit der Plan. Ich druck was und bastel was. Was ich aus ihm hier mache, weiß ich noch nicht so genau. Da fällt mir bestimmt was ein, was man da Lustiges draus basteln könnte. Das ist ja mehr so nur, da kann man ja eigentlich den Ton auch drinnen lassen. Weiß nicht, ob ich einfach einen anderen Kürbis mache, der ein bisschen cooler aussieht, ein bisschen mehr specialiger ist. Oder ob wir da was komplett anderes draus bauen. Da er auch die Arme bewegen kann, je nachdem wie die Mechanik dahinter ist. Ich habe keine Ahnung, das werde ich dann einfach herausfinden. Und dann habe ich mir hier so eine lustige Hexe noch geholt. Die man hier ganz blöd... Wie soll ich denn da rankommen? Okay, so. Ganz blöd festgemacht hat. Die kann nämlich auch... Sollte auch was können. Die ist ja unten auch nochmal festgemacht. Weil die sieht halt echt scheußlich aus. Sowohl Hände als auch Kopf. Wie die halt... Ja, die sieht halt auch aus, als hätte die 10 Euro gekostet. Weil sie es halt auch hat. Wenn es überhaupt 10 Euro waren. Hast du Batterien drin? Oder müssen wir da welche reinmachen? Ach. Wo war denn jetzt der Ausknopf? Da. Das könnte schon sehr lustig wegen. Die sieht halt sehr, sehr krepelig aus, aber ich denke, wir kriegen da eine hübschere Hexe hin. Weil die hat sich ja selbst hier. Die skalpiert sich selber. Die hat ihre kompletten Haare in den Fingern drin. Sind die festgeklebt oder sind die nur verknotet? Also hier werden wir wahrscheinlich eine Hexe draus machen, weil die Lache halt schon eine Hexenlache ist. Ja. Die hat ihre Haare hier mit dran geknotet und geklebt. Die bewegt halt die Ärmchen so und leuchtet auch ein bisschen. Also ihr geben wir wahrscheinlich als erstes ein Makeover. Da habe ich ja eher schon eine Idee, dass wir halt wirklich bei Hexe bleiben. Und wir machen vielleicht über komplett eigene Sache, die nicht so schäbig aussieht. Das ist soweit der Plan. Vielleicht finde ich eine coole Hexe oder eine coole Vorlage, die wir da nutzen können, so ein bisschen Inspiration holen und dann machen wir das hier mal ein bisschen schicker. Vielleicht auch so, dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr hat, als nur die Ärmchen bewegt, weil hier ist ja noch jede Menge Freiraum. Hat ja halt hier nichts drunter unter ihrem Rock. Vielleicht kriegen wir da noch Beine dran. Also so ein bisschen Strampel oder sowas. Je nachdem, wie wir das mit dem Mechanismus gut hinkriegen. Und ja. Ich glaube, so, das ist so das nächste große Hauptding, was ich hier machen werde. Ich werde hier ein bisschen umbasteln und ummodeln. Passt halt schön, dass es Halloween ist, weil da gibt es halt viele so Animatronic-Dinger. Und die machen wir dann halt nackig und schön. Oder gruselig. Ja, besser gruselig. Das passt dann auch zu Halloween. Bin ich mal gespannt. Sieht halt alles so ein bisschen schäbig aus. Ich mache mir hübsch. Oder hässlich. Hässlicher würde eher passen. Naja, vielleicht finde ich ja da eine schöne Sache. Oder aus einem Spiel oder so ein bisschen Inspiration. Das wäre halt auch eine coole Sache. Aus dem Spiel so ein bisschen was nachbauen. Dann einfach gucken, wie gut kriege ich das hin. Vielleicht aus Dead by Daylight die Hexe oder so. Mal schauen. Irgendwas werden wir da schon einfallen. Und bei dem Kollegen hier auch.
Bei dem Kürbiskopf würde mir nur einfallen, jetzt aus dem Stegreif, was halt auch an für sich ist, er ja ein Kürbis oder ein komischer Kürbiskopf. Obwohl, er hat, ist er ein Kürbis? Ich weiß es gar nicht. Aus Sam aus, oh, wie hießen die Filme? Das war so ein Horrorfilm, so ein kleiner mit so einem Jutesbeutel über dem Kopf. Wie hieß das? Hieß das auch mal Halloween oder so? Ich blende vielleicht mal hier ein Bild ein, dass wir hier den Sam nachbauen aus dem Film. Oder irgendwas in die Richtung. Mal schauen. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ja, und das war's die Woche. Ich versuche die Streams oder ach, ich versuche die Vlogs aus von der Gamescom zu schneiden, dass die innerhalb der Woche noch rauskommen. Und ich glaube, so die nächsten Videos machen wir die Dame hier mal mit einem Makeover. Vielleicht machen wir ein Make-up-Tutorial mit der Dame hier. Wäre auch lustig. Ich weiß nicht, ob ich Make-up habe, aber es wäre mal eine funny Idee. Hexen-Make-up-Tutorial. Ich erknote dir erstmal die Haare. Die sind halt hier echt doof fest. Warum sind die hier überhaupt festgeklebt? Das ist ja kompletter Blödsinn. Naja. Ist auch Press hier. Okay. Die hat einen Knopf an der Hand, tatsächlich. Okay. Das wäre ein Bewegungsmelder. Aber gut, wie solltet ihr eine Bewegung sehen, wenn da ein Vorhang davor hängt? Mal schauen. Ich habe viel zu lange jetzt gebraucht, um euch das zu zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche und hoffentlich dann auch an dem passenden Tag und pünktlich am Dienstag. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt eine tolle Woche und wir sehen uns, wie gesagt, dann nächste Woche oder halt zwischendurch mal in einem Stream. Ich versuche jetzt jeden Morgen mal ein bisschen zu streamen, wenn das Internet halt mitspielt und nicht wieder halt abstürzt nach einer Stunde oder so. Hi!